Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Aladdin von Disney, also Let's Play Disney's Aladdin. In der letzten Folge haben wir das erste Level durchgespielt und einen dicken Mann mit Säbel kaputt gemacht. In der zweiten Folge sterben wir folglicherweise, weil wir von Fledermäusen gebissen werden. Nein, natürlich nicht. Wir versuchen in der zweiten Folge hier mal diese Höhle zu schaffen, weil... doof. Verlieren wir eigentlich das Tuch, wenn wir so oft sterben? Ich hoffe nicht. Nein, 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 nö, nö, nö. Ganz schlecht. Ein goldener Skarabäus, das heißt wieder ein Bonuslevel für uns. Und rüber. Ja, was machen wir jetzt hier? Uns wurde gesagt, dass der alte Mann uns geholfen hat. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob wir uns jetzt gerade noch im Kerker befinden. Oder... Och, guck mal, Abu. Oder ob wir jetzt schon in dieser Höhle der Wunder sind. Okay, was ist denn hier? Gold. Nicht schlecht. Oh mein Gott. Kann man da drüber fliegen? Ja, da kann man... Ja. Säbel. Sich selbst bewegende Säbel. Warum auch nicht? Oh, was ist das? Ein Teppich? Ach, das ist der Teppich. Das ist der fliehende Teppich. Und er sagt uns, wir sollen ihm folgen. Und Bonus! Yay! Wir kriegen wieder was. Vom Genie, dem Genie. So, diesmal stoppe ich aber ungefähr bei 2. Das war bestimmt zu spät. Ich möchte echt wissen, was passiert, wenn man den Genie bekommt. Aber das Glück habe ich jetzt wohl weniger. 2 Leben? 2 Leben? Genie? Ach, schade. Was bekommen wir denn jetzt? Ach, einen Versuch. Das heißt also, wir haben mehrere Leben und mehrere Versuche. Und was ist, wenn wir keine Versuche mehr haben? Haben wir dann, müssen wir da alles von neu machen? Was ist hier? Kippen die um? Ich bin mir gerade unsicher. Moment, wenn wir alle unsere Energie verlieren, dann passiert ungefähr das. Dann verlieren wir ein Leben und starten hier. Was passiert, wenn wir alle unsere Versuche verlieren? Müssen wir dann ganz von neu anfangen? Das wäre echt ein bisschen kacke. Also, das wäre echt scheiße, ganz ehrlich. Du könntest ducken. Ah, gut. Ich habe vergessen, die abspringen, also die Springtaste zu drücken. Was ist da unten? Oh, das war gut. Kommt der wieder runter? Ja, er kommt wieder runter, okay. Aber wir wollen erstmal hier hoch, weil ich habe da was gesehen. Nämlich ein Leben. Können wir uns das gleich wieder auffüllen? Ich meine auch, man bekommt im Verlauf des Spiels mehr Leben, also mehr Herzen dazu. La 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 la. Scheiße. Und wir dürfen den Kack nochmal machen. Ist das nicht ehrlich? Nein, ist es nicht. Ich will auf dem Teppich fliegen, was ist das denn? Hier ducken wir uns. Und hier fliegen wir drüber. Und da fliegen wir. Und ducken wir uns. Das hat super funktioniert. Wunderschön. Wir durchlaufen das Level jetzt mal ein bisschen. Ich will euch ja hier nicht ewig aufhalten mit dem Let's Play. Ja, das war doof. Ich will mich hier dran. Jetzt und ducken, dass wir nicht getroffen werden. Hier rüber, weil ich möchte das Leben wieder haben. Weil solange wir so ein Leben haben im Verlauf des Spiels, brauchen wir eigentlich nicht daran zu denken, irgendwie in den Bereich zu kommen, dass wir die Versuche benutzen müssen.
Weil wir ja immer noch genug Leben haben, dadurch, dass, geh weg. Dadurch eben, dass wir uns halt immer wieder die Leben auffüllen können. So. Hier runter, darüber und hier. Ducken. Das hat super funktioniert. Oh, ein goldener Glitzerstein. Ah, Steine. Rollende Felsen, wo auch immer die herkommen. Also ich standardmäßig das bei... verdammt. Oh, oh. Da kommt der Stein. El hat Stein Schalosch. Stein. Drauf rumtun und vorbeirennen. Lass nicht noch einen Stein kommen. Oh, was haben wir da? Da haben wir die Lampe. Was passiert jetzt? Abu, nein! Was passiert denn jetzt? Unglück! Unglück passiert jetzt! Level 2 beendet! Wunderschön, Level 2 ging aber relativ schnell im Vergleich zu Level 1. Passwort ist Jafar, Abu, Jasmin und Genie. Das heißt, wir können quasi uns das Passwort aufschreiben und dann später mit dem Passwort in die Stage zurück. Kaum hat Abu das Kleinod berührt, fällt die Höhle in sich zusammen. Oh mein Gott. Abu und Aladdin müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden. Ja, das sollten sie tun. Warum auch immer die Höhle zusammenbricht. Bestimmt ein Fluch oder so, dieses typische Aladdin. Du hast was berührt und es geht alles kaputt. Oh, wir sind tot, weil wir in die Lava gefallen sind. Und wir können jetzt unsere Versuche benutzen. Versuche? Gibt's im echten Leben nicht. Wenn du tot bist, bist du tot. Aber es ist ja ein kinderfreundliches Spiel. Deshalb funktioniert das. Dass man nicht nach einmal sterben für immer tot ist. Kam hier auch nicht irgendwo die Lava hoch? Das wäre echt kacke. Hier rüber, da drauf und über die Flamme. Mal ganz davon ab, dass man bei der Hitze eigentlich sterben würde, wenn man sich so ein bisschen über der Lava befindet. Ah, aber das ist egal. Das muss ja für Kinder auch ein bisschen ansprechend sein. Muss nicht realistisch sein, ist auch egal. Ach übrigens, Scrolling, wie mir gerade auffällt. Yay. Kriegen wir ein Leben, wenn wir 100 Dinger haben? Oder wird unser Herz aufgefüllt? Oh, unser Herz wird aufgefüllt. Das heißt also, es ist doch gar nicht mal so schlecht, die, diese Kristalle aufzusammeln. Das haben wir hier bestimmt den... ein Brot? Das macht ein... Wer stellt eine Kiste mit einem Brot in einen Lava-Tunnel? Hallo, ich will da dran. Ist auch egal. Sterben wir, wenn wir zu lange warten? Das wäre echt kacke. Bis jetzt ging das Level aber noch. Es war einmal verreckt. Ja gut, das war halt... Nein! 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 Böse! Hui! Natürlich! Wir sterben nicht, wenn wir in Lava fallen. Wir sind Almighty Aladdin. So, ich denke auch, dass wir uns wehtun, wenn wir unten in die Lava da... Wenn wir da unten in diesen Lava-Schwall reinspringen. So. Hat doch bis jetzt gut funktioniert, außer die zweimal, die wir da getroffen wurden. Das hätte nicht sein müssen. Und hier drauf. Und da drauf. Und hier und da und sowieso. Und dann bleibt das natürlich stehen und nichts passiert. Der Hintergrund bewegt sich noch weiter, weil der Berg sich dreht. Keine Ahnung. Ja, da haben wir doch diesen Abschnitt schön gemeistert. Oh nein, ernsthaft. So Darius Twin. Ich kann aber nicht... Es hat was, ein bisschen was von Darius Twin. Wer es nicht kennt, das ist so ein... Man spielt so ein Raumschiff und man muss andere Gegner, die einem entgegenkommen, abschießen. Und davon hat das so ein bisschen was, außer dass wir halt keine Gegner haben, die wir abschießen.
sondern wir müssen halt nur ausweichen. Was heißt nur, das ist schon anspruchsvoll genug für mich jetzt gerade. Oh, ich kenne die Stelle. Folge dem Pfad und sei relativ weit vorn, weil du sonst von der Lava getötet wirst. Ah, scheiße! Wieso halte ich eigentlich die Y-Taste gedrückt? Übrigens, wer genau hinguckt, Aladdin hat kein Gesicht, liegt eventuell an der Pixelgrafik. Aber das macht ja nichts. Und wo kommt Abu jetzt eigentlich plötzlich wieder her? Der war gerade nicht da. Und der Teppich auch nicht. Und wieso durfte ich durch den Abschnitt vorhin nicht fliegen? Das hätte das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher gemacht. Egal. So, jetzt kommt wieder das in der Mitte, dann geht es erst gleich leicht hoch und dann geht es wieder runter. Dann ging es nochmal hoch und dann ging es wieder runter, genau. Und dann ging es hoch und dann waren wir auch, glaube ich, durch das Level schon durch. Ja, wunderschön. Level 3 war das schon. Glückwunsch! Passwort ist Genie, Jafar, Aladdin, Abu. Wer das Spiel auch mal spielen möchte, kann sich hier gerne die Codes mitschreiben. Oh, guck mal. Aladdin und Abu können sich retten und bringen Jafar die Lampe. Wo ist Jafar? Jafar übertölpelt die beiden und sperrt sie in eine Höhle ein. Zum Glück kann der gewitzte Abu noch schnell die Lampe stehlen. Dann könnte Jafar sie aber wiederholen. Egal. Um die Schriftzeichen auf der Lampe besser entziffern zu können, reibt Aladdin den Schmutz mit seinem Ärmel fort. Er hat keinen Ärmel. Und puff! Ein Genie entsteigt der Lampe und er sieht in Aladdin seinen Meister. Gebieter. Ich bin ja für Meister. Zunächst jedoch möchte der Genie Aladdin das Innere der Lampe zeigen. Mit einem der, finde ich, epischsten Soundtracks im ganzen Spiel. Das gibt's auch im Film, ich weiß aber nicht mehr, wie das Lied heißt. Ja, komm, ich mache jetzt noch ein bisschen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Festhalten? Schön. Genie-Köpfe! Die komisch gucken, wenn man drauf springt. Ja, das Level ist ein bisschen bekloppt. Aber es ist halt der Genie. Ich kann das Lied ja mal, was im Hintergrund läuft, raussuchen. Wenn es das wirklich im Film gibt. Ich meine ja, dass es das gibt. Oh, was jetzt? Ach ja, stimmt. Er zaubert uns jetzt was hier hin. Wolken. Die sich aber, glaube ich, auch auflösen nach einer gewissen Zeit. Genau. Und Ringe. Und Karten. So. Aber das ist auch so ein Umstand macht, anstatt dass es einfach einen ganz normalen Weg zaubert. Das wäre zu einfach. Was ist das? Kann man sich da festhalten, okay. Scarabeus haben wir nicht gekriegt, oder? Nee. Okay. Diese Luftballons einfach. Dann würde ich aber mal sagen, ich beende das Let's Play für heute. Wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, gutes, was auch immer. Je nachdem, wann ihr euch das Let's Play anguckt. Und sage, bis dahin, wir sehen uns. Tüdelü.